Shalom alle zusammen. Das heutige Thema ist Gottes Erziehungswege, die Züchtigung in unserem Leben. Und dazu schlagen wir auf in der Tora Moses, 5. Buch Mose, Kapitel 8, von Vers 1 bis 9. Und da steht Folgendes geschrieben: Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt in das Land, und das Land in Besitz nehmt, das Adonai euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch Adonai, dein Elohim, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinen Herzen, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot alleine lebt, sondern dass er von allem lebt, was aus dem Mund Adonais hervorgeht. Deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkenne nun in deinen Herzen, dass Adonai, dein Elohim, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und bewahre die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in deinen Wegen wandest und ihn fürchtest. Denn Adonai, dein Elohim, bringt dich in ein gutes Land, in ein Land, in dem Wasserbäche, Quellen und Seen sind, die in den Tälern auf den Bergen entspringen. Ein Land, in dem Weizen, Gersten, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfeln gedeihen. Ein Land voller Olivenbäume und Honig. Ein Land, von dem du dich nicht kümmerlich nähren musst, in dem es dir an nichts mangelt. Ein Land, dessen Steine Eisen sind, wo du Erz aus den Bergen hauen wirst. Ja, wir haben hier jetzt die Tora-Parascha gelesen, ein Teil davon. Und hier merkt man in dieser Parascha, merkt man, dass es um Gehorsam und um die Gebote Gottes geht. Und es ist auch sehr interessant, dass das Wort Gebot hier in der Bibel, im Alten Testament nach, am meisten vorkommt, mit 25% im 5. Buch Mose. Es sind 46 Mal gezählt. Und in Vers 2, da steht nochmal geschrieben: Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den Adonai, dein Elohim, dich geführt hat, 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seinen Geboten halten würdest oder nicht. Die Prüfung Gottes. Und Gott hat Israel geprüft in den 40 Jahren in der Wüste. Und wir wissen, wie das Ergebnis ist. Es war nicht so toll. Das Volk wurde sauer, wurde murrte gegen Gott und wurde dann auch gezüchtigt von Gott. So lernen wir auch für uns, gerade wo wir leben, in dieser Welt, das ist unsere Wüste. Das ist der Ort, wo wir geprüft werden. Das ist der Ort, wo wir unseren Glauben Gott in Taten zeigen. Und so werden wir auch geprüft in dieser Zeit, in unserem Leben. Und das ist ein Bild auf das, was Israel in der Wüste getan hat. Israel wurde aus Ägypten befreit durch das Passahlamm. So sind wir auch durch Jeschua befreit durch das Passahlamm. Denn er ist unser Passahlamm, so steht es geschrieben in 1. Korinther 5. Und jetzt sind wir aber in der Wüste. Nach der Befreiung kommt erstmal die Bewährung und dann erst in das gelobte Land. Wir haben gelesen, er wird uns führen in ein Land, wo er uns nährt, wo wir in Fülle haben. Wir wissen, dass für Israel bestimmt war, ja, das Land Israel. Und wir haben das Versprechen, dass wir
in das Himmelreich kommen, durch Jeshua, durch den Glauben. Aber die Prüfung in diesem Leben haben wir vor uns. Wir sind gerade mittendrin. Und so wie Israel Prüfungen und Züchtigungen bekommen haben, so werden wir auch Züchtigungen und Prüfungen bekommen. Es ist eine Prüfung des Lebens. Unser Leben ist eine Prüfung. Das Endergebnis wird dann sein, das ewige Leben oder die ewige Pein. Und in Vers 3 steht geschrieben, und der Demütige demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das weder noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund Adonais hervorgeht. Das Brot des Lebens. Ja, es wird auch zitiert im Neuen Testament. Der Herr Jeshua hat das zitiert in Johannes Kapitel 6, Vers 51. Da steht geschrieben, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Der Jeshua ist das Brot des Lebens. Und er sagt, jeder muss von diesem Brot essen und wird dann in Ewigkeit leben. Das ist eine Anspielung auf den neuen Bund, den Herr Jeshua eingesetzt hat am Passa, das Mahl des Herrn. Und das ist immer eine Erinnerung auf den neuen Bund, den der Herr Jeshua durch sein kostbares Blut aktiviert hat und er nach seinem Tod am dritten Tag auferstanden ist. Und dieser neue Bund, da steht ja geschrieben, dass wir von dem Brot essen sollen und vom Weinstock trinken sollen. Ja. Und wir sehen hier, das ist ein wichtiges Prinzip aus dem Alten Testament, dass der Herr Jeshua immer gesehen wird, wenn wir die Tora lesen. Ja? Immer zu versuchen, wo ist der Herr Jeshua in Tenach, im Alten Testament. Und der letzte Absatz, was wir gelesen haben, in 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 3, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von dem lebt, was aus dem Mund Adonais hervorgeht. Das wird zitiert in Lukas Kapitel 4, Vers 4. Das ist der Herr Jeshua selber, wo er in der Versuchung war, wo Satan ihn versucht hat. Und das Bibelzitieren ist für uns auch sehr wichtig. Denn nur durch Kenntnis der Schrift können wir wie Jeshua gegen Satan seine Versuchungen ankämpfen. Und auch gegen falsche Lehren. Wenn jemand uns etwas Falsches lehrt, kannst du es nur aufdecken, wenn man die Bibel im Kopf hat. Damit man eben wie ein Filter, wenn etwas gesagt wird, prüfst du es einfach durch die ganze Bibel. Ja, wichtig, durch die ganze Bibel. Allein die Heilige Schrift. Durch 1. Buch Mose, zu den Propheten und dann geht es weiter zum Neuen Testament, die Evangelien und dann die Paulusbriefe, die weiteren Briefe und dann bis zur Offenbarung. Ja, wie ein Filter ist das. Und so kannst du Sachen prüfen und aufdecken. Es geht aber nur, wenn du die Bibel auch regelmäßig liest und auch weißt, was dort geschrieben steht. Ich habe auch mal einen Vortrag gehalten, wie man am besten die Bibel lesen kann. Ja, dort sind hilfreiche Tipps und Erfahrungen, kann ich auch teilen, wenn da Interesse besteht. Und auch das Zitieren von der Tora, ja, von den fünf Büchern Mose, ist im Neuen Testament eine große Anzahl, das fünfte Buch Mose. Ja, eben das, wo wir jetzt gerade sind. Und fangen mal an mit 1.
Mose, Genesis, wird 14 Mal zitiert, Exodus 21 Mal, Levitikus 15 Mal, Numeri 2 Mal, Deuteronomium wird 34 Mal zitiert. Also am meisten wird das fünfte Buch Mose zitiert. Und eben in 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 5, da steht geschrieben, so erkenne nun in deinen Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Gott erzieht dich, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und das tut er eben durch Züchtigungen. Ja. Und es ist sehr interessant, die Strafe Gottes, beziehungsweise die Züchtigung und die Zurechtweisung Gottes. Nicht alles, was in deinem Leben schlecht läuft, ist gleich eine Strafe Gottes. Das ist eine ganz gefährliche Irrlehre. Das sind Leute, die meinen, wenn dir etwas Schlechtes passiert, dann ist das zurückzuführen auf eine Sünde. Da musst du sofort Buße tun und versuchen, in deinem Leben Sachen zu ordnen und, ja, und krampfhaftig zu versuchen, Sachen in deinem Leben zu suchen und ein schlechtes Gewissen zu haben. Natürlich, es kann auch sein, dass wenn du wirklich eine Sünde getan hast, die vor den Augen Gottes sehr schlecht war und sehr schlimm war, dann wird er dich auch züchtigen oder auch strafen. Ja. Aber es ist nicht immer zwingend so, dass alles Negative in deinem Leben sofort als Strafe Gottes abgestempelt wird, sondern es sind auch Zurechtweisungen, es sind auch Prüfungen in deinem Leben. Ja. Aber wir müssen auch wissen, dass Gott schlechte Dinge als Instrument benutzt zum Erziehen. Deshalb ist nicht jede Strafe gleich etwas, also ist nicht jede schlechte Sache in deinem Leben gleich eine Strafe, sondern kann eine Prüfung sein. Das müssen wir dann überprüfen, in welchem Lebenswandel wir gerade uns befinden. Und natürlich steht geschrieben in Galater 6, Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und natürlich ist es auch so, wenn wir wirklich in einem sündhaften Leben leben, dann werden wir das auch ernten. So steht es geschrieben. Aber es liegt letztendlich in Gottes Hand, wie unser Leben verläuft. Ja, und da ist die Gnade, aber auch eben die Züchtigung Gottes. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen mehr reden. Und Zucht, Unterweisung und Ermahnungen kommen am meisten im Buch der Sprüche vor. Der König Salomon, der weiseste Mensch der Welt, der so viel Weisheit von Gott bekommen hat, er hat gewisse Sprüche geschrieben und auch Lieder geschrieben. Der erste König, Kapitel 4, Vers 32, geschrieben und er hat 3000 Sprüche geschrieben und 1500 Lieder. Das Interessante ist auch, in der Septuaginta steht sogar geschrieben, dass er 3000 Sprüche geschrieben hat, also gleich mit masoretischen Text, aber 5000 Lieder hat er geschrieben. Welche Textvariante jetzt wirklich richtig ist, ob jetzt masoretischer Text oder Septuaginta, das ist ein anderes Thema, aber es ist interessant zu wissen. Der gerechte und untadelige Mensch Hiob, er musste schwere Prüfungen überstehen. In Hiob, Kapitel 5, Vers 17, da steht geschrieben, siehe wohl den Menschen, den Gott zurechtweist, darum verwirft die Züchtigung des Allmächtigen nicht. Und wir wissen die Geschichte von Hiob. Er war ein gerechter Mann und er wurde hart geprüft. Gott hat Satan erlaubt, ihn anzutasten. Und in Hiobs Leben hat er wirklich viel verloren. Viel Leid musste er erleiden. Aber trotzdem, sagt er, darum verwirft die Züchtigung des Allmächtigen nicht.
Danach hat Hiob alles überwunden. Und dann sehen wir, dass Gott es auch gesehen hat und ihm auch doppelt wieder zurückgegeben hat. In Jakobus, Kapitel 5, Vers 11, da steht geschrieben, siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren, von Hiobs standhaften Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. So steht auch in Psalm 26, Vers 2, prüfe mich, Adonai, und erprobe mich, läutere meine Nieren und mein Herz. Und hier steht geschrieben in den Psalmen, prüfe mich, Adonai, erprobe mich. Ja? Das Erproben, das passiert nicht einfach schmerzfrei, sondern es ist ein Prozess und dieser Prozess tut auch weh. Das werden wir dann auch noch später noch genau eingehen. Und auch ein messianischer Psalm zum Beispiel, da steht geschrieben, Adonai hat mich wohl hart gezüchtigt, aber vom Tod hat er mich nicht preisgegeben. In Psalm 94, Vers 12, wohl dem Mann, den du, Adonai, züchtigst und den du aus deinem Gesetz belehrst. Adonai wird züchtigen, wohl dem Mann. Und bei der Züchtigung wird er dann belehren aus der Tora. Und so etwas Ähnliches, was wir gelesen haben im 5. Buch Mose, haben wir auch in den Sprüche. Da steht geschrieben, in Sprüche Kapitel 3, Vers 11 bis 12, mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung Adonais und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung. Denn wenn Adonai liebt, dann züchtigt er wie ein Vater den Sohn, an den er wohlgefallen hat. Und hier sehen wir, dass die Züchtigung an die Leute ergeht, die geliebt werden von Adonai. Und hier wieder das gleiche, die gleiche Metapher, ein Vater den Sohn. Und da sollten wir hören auf den weisen Mann, auf den Salomon, wo er sagt, mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung Adonais. Das Thema Züchtigung ist jetzt nicht nur im Tenach, im Alten Testament, sondern finden wir auch im Neuen Testament. Und da steht geschrieben in Hebräer Kapitel 12, Vers 4 bis 11. Lass uns das aufschlagen. Da steht geschrieben, ihr habt noch nichts bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als Söhne spricht, mein Sohn, achte nicht gering auf die Züchtigung des Herrn, verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wenn der Herr lieb hat, dann züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne, denn wo ist ein Sohn, der Vater nicht züchtig? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unseren leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr den Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien, er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zu Freude, sondern zu Traurigkeit zu dienen, danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Hier haben wir wieder die gleichen Worte wie in 5. Buch Mose und auch in Sprüche Worte. Und auch hier steht geschrieben, dass wir Söhne Gottes sind.
Und es ist eine Erziehungsmaßnahme von Gott. Er benutzt die Züchtigungen und die Prüfungen, damit wir daraus lernen. Vers 11 steht geschrieben, eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Ja. Und hier sehen wir auch, dass jede Züchtigung erstmal weh tut. Es tut erstmal weh und wir wissen vielleicht auch nicht sofort warum, beziehungsweise die Strafe, beziehungsweise die Prüfung. Ja. Aber gewisse Sachen sollten uns zurechtweisen. Und dann, wenn wir es überwunden haben, dann haben wir eben die friedsame Frucht der Gerechtigkeit, wie hier geschrieben steht. Da sehen wir, dass jede Züchtigung auch einen Nutzen hat später für dein Glauben, damit wir wachsen, damit wir lernen. Der Apostel Petrus, er schreibt auch etwas darüber. Und da steht geschrieben in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 6 bis 7, da steht geschrieben, dann werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als vergängliches Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre, Herrlichkeit zufolge habe bei der Offenbarung Jeschua HaMashiach. Und hier sehen wir der Apostel Petrus, er sagt, dass wir in kurzer Zeit traurig sind, in mancherlei Anfechtungen. Unser Leben hat Anfechtungen und wird auch Anfechtungen jederzeit stetig immer bekommen. Damit die Bewährung unseres Glaubens, da bewahren wir unser Glauben, der am Ende dann in Lob und Ehre, in Herrlichkeit zufolge hat bei der Offenbarung von unserem Herrn. Ja. Das alles ist viel kostbarer als das vergängliche Gold hier auf Erden. Ja, auch wenn es weh tut, aber der Lohn im Himmel ist dann groß. Auch der Jakobus, er schreibt in Jakobus Kapitel 1, Vers 2 bis 4, da steht geschrieben, meine Brüder, achtet für laute Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, dass ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Und auch hier der Apostel Jakobus, er schreibt, dass die Bewährung des Glaubens in Anfechtungen passiert. Und wir sollten standhaft ausharren. Weiterhin in Jakobus Kapitel 1, Vers 12, schick geschrieben, glückselig ist der Mann, der Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Nach der Anfechtung wachsen wir. Und nach dieser Prüfung, ja, und wir sehen, das ganze Leben ist eine Prüfung, bekommen wir dann mit Gottes Hilfe die Krone des Lebens. Und es ist immer eine Zeit, die wir haben, wo wir theoretisch lernen. Das heißt, du lernst die Bibel, du hast eine sehr gute Zeit, hast eine sehr gute Studie durch das Wort Gottes, aber dann geht es dann rüber in manchen Zeiten, wo du das Gelernte in die Praxis umsetzen musst. Und so steht es ja auch geschrieben, dass alles hat seine Zeit. Und so sollten wir eben in der Phase, wo wir viel lernen können und wo wir, sage ich mal, die ruhige Zeit genießen, uns vorbereiten auf die nächste Anfechtung, die nächste Prüfung, um zu bestehen, um zu wachsen. Und nach der Prüfung geht es dann wieder in Ruhe weiter, geht es dann wieder zu einer Phase, wo du wieder studieren kannst und wieder zur nächsten. Und so wird das sich immer steigern. Denn in Römer Kapitel 2, Vers 13, da steht geschrieben, denn vor Gott sind nicht die gerecht, welches das Gesetz hören,
sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Das heißt, das Gelernte, das Gehörte sollte auch umgesetzt werden, in Taten umgesetzt werden. Und in Römer Kapitel 5, Vers 3 bis 4 steht geschrieben, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Aussagen bewirkt, das standhafte Aussagen aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Ja, das standhafte Ausharren bewirkt dann die Bewährung. So schreibt der Apostel Paulus in Römer Kapitel 5, Vers 3. Und auch unser Herr Jeshua selber schreibt über diese Thematik. Es steht geschrieben in Offenbarung Kapitel 3, Vers 19, alle, die ich lieb habe, die überführe ich und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Der Herr Jeshua selber, er schreibt, die, die ich lieb habe, die überführe ich und züchtige ich. Und so sehen wir, dass die Züchtigung Gottes im Leben eines gläubigen Menschen da ist. Ja. Und das ist ein Kontrast zu dem Evangelium, was manchmal so gepredigt wird auf der Straße, wo versprochen wird, dein Leben wird super sein und du wirst das und jenes haben und du machst dir keine Sorgen. Das wird gepredigt. Das ist aber nicht das eines gläubigen Menschen, das Leben eines gläubigen Menschen. Denn es wird Züchtigung kommen, es werden auch schwere Zeiten kommen, aber diese schwere Zeiten macht man nicht alleine durch, sondern mit Gott. So gibt er uns Hoffnung in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13. Da steht geschrieben, der Apostel Paulus schreibt, es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euren Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Hier steht geschrieben, dass die Versuchung, dass wir versuchen allein müssen, aber die sind nicht größer als unser Vermögen, ja, das, was wir schaffen können. Sondern es gibt immer einen Ausweg, der von Gott da vorbereitet ist, damit wir diese Prüfung, diese Versuchung auch ertragen können. Und so steht auch geschrieben in Psalm 34, Vers 20, der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihm Adonai. Und da sehen wir, dass unsere Hoffnung auf das, was wir hoffen, unser Gott ist, denn er ist unser Fels, unsere sichere Burg, wo wir uns zur Zuflucht hinwenden. Ja? Und als Ermutigung in Markus Kapitel 10, Vers 27, da steht geschrieben, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Und so hat auch jeder von uns gewisse Prüfungen, die er durchstehen muss. So beten wir für Kraft, Mut, Vertrauen auf unseren Herrn und Gott. Im Namen von unserem Herrn Jeshua. Ich will noch ein anderes Thema ansprechen, die Gemeindezucht. Auch die Gemeindezucht hat seinen Sinn und ist auch angeordnet in der Bibel. Eine Sache, die aber in vielen Gemeinden nicht mehr wirklich ausgeübt wird. Dabei ist die Gemeindezucht ein wichtiges Instrument, gerade für Neugläubige, um sie zu ermahnen. So steht zum Beispiel in 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 20 geschrieben, denn welche Sündigen weise ich zurecht? Da steht geschrieben, die welche Sündigen weise zurecht, vor allem, damit sich auch die anderen fürchten. Und hier steht geschrieben, dass in Timotheus, da steht geschrieben, man muss
die welche sündigen, zurechtweisen vor alle anderen, damit sie sich fürchten. Das heißt, Sachen in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, wo Leute sich wirklich versündigt haben, wird nicht unter den Teppich gekehrt, sondern es wird offen angesprochen und sollte auch offen angesprochen werden, damit eben die Neugläubigen und auch die anderen von diesem Fall wissen und auch wissen, was richtig ist, wie man heilig wandelt, wie man richtig wandelt nach der Bibel. Damit andere auch miterzogen werden. Und zum Beispiel in Matthäus Kapitel 18, Vers 17, da steht geschrieben, hört er auf diese nicht, so sage es der Gemeinde, hört er aber auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Hier in Matthäus Kapitel 18, Vers 17, da sehen wir, also es geht erstmal darum, wenn ein Bruder an dir gesündigt hat, dann sollst du ihm erstmal zu zweit diesen Fall abklären. Und dann gehst du wenn er jetzt nicht darauf hört, holst du noch einen anderen Bruder, zwei, drei Brüder noch dazu und dann geht man zur Gemeinde. Aber dann, wenn er auf die Gemeinde nicht hört, dann wird er ausgestoßen. Dann wird er wie ein Heide oder ein Zöllner. Und auch der Apostel Paulus, er hatte eine große Autorität, weil er ein Apostel war und die apostolischen Lehren uns gegeben hat, gerade in seinen Briefen. Und in 2. Thessalonicher, da steht geschrieben, wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und hab keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Und hier ist noch was ganz Interessantes. Durch die Lehren der Aposteln haben wir eine Erweiterung der Bibel. Ja, wir wissen, das Neue Testament für uns, ja. Und es ist aber ein Buch, ja, es ist die Heilige Schrift. Denn in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16, alle Schrift ist vom Heiligen Geist inspiriert worden. Gott gehaucht. Und da steht eben geschrieben, was wir gelesen haben, wenn jemand unserem brieflichen Wort, das heißt, wenn jemand nicht nach 2. Thessalonicher Kapitel 3 lebt, den sollte man kennzeichnen und dann keinen Umgang mit ihm haben. Das ist sehr interessant. Ich weiß, wir in dieser messianischen Bewegung, wenn jetzt jemand zum Beispiel jetzt die Tora Moses hält, also er hält den Schabbat, er macht das, was in Tora Moses steht, aber er ignoriert die Anordnungen von unserem Herrn Jeshua, die er durch die Apostel gegeben hat, nach 2. Petrus, muss man ihm kennzeichnen und dann keine Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist ganz klar. Weil wir leben ja im neuen Bund. Und der neue Bund sagt das hier. Und deshalb auch unseren brieflichen Worten. Es ist sehr wichtig, dass wir unterscheiden. Ja? Dass wir wirklich nach Gläubigen, mit Gläubigen Gemeinschaft haben, die die ganze Schrift ernst nehmen. Von 1. Buch Mose bis Offenbarung. Und die letzte Sache ist die apostolische Zucht. In 1. Korinther Kapitel 5, Vers 5 steht geschrieben, dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jeshua. Und die höchste Zucht, die man geben kann als Apostel, ist es, jemand den Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches. Der Satan, der das Fleisch verderben kann, da haben wir ein Beispiel in Hiob. Denn da durfte der Satan sein Fleisch verderben. Nicht ihm töten, ja, aber sein Fleisch zu verderben. Aber diese Zucht im Apostolischen, hier in 1. Korinther 5, war dafür da, damit der Geist gerettet wird am den Tag des Herrn Jeshua. Und so ist es so, dass diese höchste Zucht, den Satan zu übergeben, mit dem Ziel verfolgt, dass die Seele
nicht verloren geht. Zum Beispiel in 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 20 hat der Apostel Paulus genau das getan. Zu denen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Hier haben wir einen Fall, wo zwei Leute von Apostel Paulus den Satan übergeben hat. Das ist aber die höchste Züchtigung. Ja? Und nochmal zusammengefasst, es ist wirklich so, dass die Züchtigung auch im Gemeindeleben, in der Gemeinschaft sein sollte. Und der Herr Jeschua uns es befiehlt, wie man gewisse Sachen auch vorgeht. Eine gewisse Vorgehensweise hat er uns beschrieben, auch in Bezug auf die Züchtigung, wenn jemand unordentlich wandelt und nicht gemäß der Schrift wandelt. Und so sehen wir, dass eine persönliche Zucht, Anfechtung und Prüfung kommen kann von Gott und auch kommen wird von Gott in deinem persönlichen Leben, aber auch natürlich auch in der Gemeinde, eben die Zucht nicht zu vernachlässigen ist. So lass uns wirklich wissen, dass mancherlei Anfechtungen kommen werden und wir es erleiden müssen. Aber wir trotzdem treu an unseren Gott festhalten, ihm loben und danken. Und wir wissen, dass durch die Prüfung unser Glauben bewahrt wird. Wir wachsen durch diese Prüfung. Unser Glaube wird unter Beweis gestellt. Wir können die Worte, die wir sagen, die wir vielleicht auch singen oder auch sagen, bekennen vor anderen Leuten, können wir in solchen Momenten dann auch unter Beweis stellen und in Taten umsetzen. Und so wachsen wir und deshalb lasst uns das auch annehmen, wenn wir in Anfechtungen sind, wenn wir in Prüfungen sind. Das ist alles ein Instrument, Zurechtweisungen haben, wo wir falsch gegangen sind und wir zurechtgewiesen sind, eben wie ein Vater, der seinen Sohn zurechtweist, damit er eben, warum? Damit er eben auf den rechten Weg gehen kann, damit er auf den geraden Weg bleiben kann, auf den schmalen Weg. Und deshalb lass uns das auch annehmen in Dankbarkeit und möge Gott uns Kraft geben in unserem Glaubensleben und in unserem Leben, damit wir treu bleiben und er auch uns als treue Diener findet. Amen.